Hallo, hier spricht euer Mano-Fu und ich fahre für Ferrari in der YTC, der YouTuber Championship. Heute fahren wir eine schnelle Runde, eine fliegende Runde für Ferrari in Aserbaidschan, wo das nächste Rennen stattfinden wird. Ich werde nicht am Start sein, aber ja, naja, mal schauen. Es sieht ein bisschen komisch aus, denn ich fahre mit Controller. Achso, wenn ihr fragt, warum ich keine Lenkbewegung mache. So, und das geht los hier im Ferrari. Normalerweise fahre ich in der TV-Perspektive und mit Ideallinie mal etwas anderes ausprobieren. Jetzt hier der letzte Sektor noch fahren, bevor wir wieder auf die schnelle Runde fahren. Aus den letzten beiden Kurven viel Schwung mitnehmen, damit wir auch mit deiner hohen Höchstgeschwindigkeit auf Start und Ziel fahren können, eine der längsten Geraden der gesamten Formel 1-Saison. Und jetzt geht es los, über Start und Ziel, in die erste Kurve, eine 90-Grad-Linkskurve. Ja, nicht gut gefahren, bin ich nicht gewohnt ohne Ideallinie. Aber na egal, jetzt hier, nächste Linkskurve, wieder 90 Grad, leicht die Mauer berührt. Nicht optimal gefahren, jetzt die zweite DRS-Zone. Eine längere Gerade vor der nächsten 90 Grad Linkskurve. Der erste Sektor fast komplett aus 90 Grad Kurven. Jetzt also in dieser Kurve ausgeschieden. Und jetzt mal etwas Abwechslung, eine 90 Grad Rechtskurve. Wieder eine kurze Gerade. Links und rechts wabern. Und jetzt hier erster Sektor vorbei. 90 Grad Linkskurve und dann rechts. Wieder leicht berührt diese Kurve. Es geht weiter hier. Ja, schon fast eine Spitzkehre. Richtung Castle, wo wir jetzt hinkommen, das Castle, die engste Stelle der gesamten Formel 1. Das ist noch 2018. Und, ui, war nicht gut, aber naja. Weiter geht's hier. Eine schnelle Linkskurve, noch eine zweite schnelle Linkskurve. Dann hart bremsen, in den zweiten Gang runterschalten, bevor wir dann in den letzten Sektor kommen, wo man fast ausschließlich Vollgas fahren kann, wenn man keinen Fehler macht, wie ich jetzt hier. Jetzt hier Vollgas, volles Gas, diese Links-Rechts-Schikane kann man Vollgas fahren. Nochmal auf die Startzielgerade und mal schauen, was für eine Zeit rauskommt. Wird nicht die beste Zeit sein. Ich bin, wie gesagt, ziemlich ungewohnt ohne der Linie. Nochmal das DRS und jetzt kommen wir über die Ziellinie mit einer 1:43:06 und das war eine schnelle Runde in Baku.